zwischen zwei bedeutenden Jesuitenkollegs in Telč und in Jindřichův Hradec, blieb unterhalb des südlichen Rückens der Iglavoberge eine fast ungestörte Insel der geheimen Kirche der Reformation in den böhmischen Ländern bis zum Toleranzpatent des Kaisers Josef II. Im Herbst 1781 erhalten. Diese Insel bildete früher einen Teil des zusammenhängenden Siedlungsgebietes mit protestantischen Bevölkerung, dessen Zentrum Dačice war. Der Turm der St. Lorenzkirche, in der Barockzeit in die heutige Gestalt umgebaut, ist auch heute als Kostbarkeit der Renaissance und ausgeprägte Dominante ein Symbol der Stadt. Auch eine Inschrift aus der Herrschaftszeit der Herren Krajíc von Krajec ist erhalten geblieben. An dieses Geschlecht, das sich zur böhmischen Reformation bekannte, erinnern auch beide Dačicer Schlösser, das alte, jetzt Rathaus, und das Neue, ursprünglich ebenfalls Renaissance, jedoch in der Ampirzeit umgebaut. Dieses dient gegenwärtig zu verschiedenen Kulturzwecken, einschließlich der Ausstellungen des Stadtmuseums. Neben der Kirche, zu der die Mehrheit der Protestanten in Böhmen gehörte und die mit dem Namen unter beiderlei Gestalt bezeichnet wurde, das Abendmahl wurde in ihr unter beiderlei Gestalt empfangen, wuchs in Dačice auch eine ausgeprägte Minderheit der Brüderunität heran, eines Zweiges der Reformation, welcher die Verbindung mit Rom schon völlig abgebrochen hatte. Davon zeugt bis heute wenigstens die Benennung einer der hiesigen Straßen, und zwar an einer Stelle, wo die Grundstücke der Brüder lagen. Sie waren ausgedehnt und umfassten etwa ein Viertel der Stadt. Das Hauptgebäude, das sogenannte Brüderhaus, stand anstelle des heutigen römisch-katholischen Pfarrhauses. An die Grundstücke grenzte auch derzeitige alte Friedhof, wo auch Adlige aus der weiten Umgebung begraben wurden, die sich zur böhmischen Reformation bekannten. Das alles endete in der Zeit nach der Schlacht am Weißen Berg. Eine große Zahl protestantischer Einwohner musste Dačice verlassen. Der Besitz der Kirchen der Reformation wurde konfisziert und nie wieder zurückgegeben. Die Gläubigen, welche im Lande blieben und sich zum Vermächtnis von Magister Jan Hus bekannten, zogen sich immer mehr in die Berge und Werder zurück. In dem alten Pfarrdorf Wolfirov mit einer gotischen Kirche, im 16. Jahrhundert auch evangelisch, wurde die dortige Pfarrstelle mit einem römisch-katholischen Geistlichen erst Anfang des 18. Jahrhunderts besetzt. An dem alten Weg von Wolfirov nach Schach, wo es eine fast hundertprozentige evangelische Bevölkerung gab, stand jedoch noch ein interessantes Gebäude. Es war das Kirchlein zum Heiligen Geist, gebaut im Jahre 1609 nach der Herausgabe von Rudolfs Majestät, welches die Freiheit des Bekenntnisses garantierte. Die Kirche wurde nach der Schlacht am Weißen Berg konfisziert. Nach der Herausgabe des Toleranzpatent bemühten sich die gemeldeten Protestanten um ihre Kirche, sie wurde ihnen jedoch nicht zurückgegeben und verfiel allmählich. Von ihrer Lage zeugen bis heute noch die Grundmauern. Mit ihrer Existenz hängt die Begebenheit von Jahre 1763 zusammen. Die Protestanten aus den umliegenden Orten versammelten sich nämlich von Zeit zu Zeit heimlich in diesem Kirchlein,
weil immer eine Person aus dem Dorf die Schlüssel dazu hatte. Im Jahre 1763 war es Pavel Jama. Als jedoch dann die Versammlung verraten wurde, prügelte man ihn beim Verhör zu Tode. Der Schrecken fiel auf sein ganzes Haus. Noch im Jahre 1782 hat sich die Mehrheit der Familie später als die übrigen im Dorf zu der Toleranzgemeinde angemeldet. Wir erinnern uns noch an eine Märtyrerin für den Glauben, an Mariana Matsku aus Nummer 9. Der Überlieferung nach wurde sie gezwungen, Wagenschmiere zu trinken und so ums Leben gebracht. In der Mitte des Dorfes war eines der Zentren der geheimen Kirche, geleitet durch die Familie Pribyl. Die Tochter von hier verheiratete sich in das Nachbardorf Radlice. Dieses Dorf hat sich bis heute seinen einzigartigen Dorfplatz bewahrt. Zentren gab es hier mehrere, aber das Wichtigste, auch mit einer Bibliothek für alle, war gerade in der Nummer 7, wo Worschila, verheiratete Kobova, lebte. Sie starb einen Monat nach der Rückkehr vom langen Verhören, Gefängnis und schließlich Zwangsarbeit in der Festung in Olmütz. Etwas nördlicher als Radlice, aber gleich weit von Schach entfernt, liegt Velká Lhota. Da den Protestanten die Rückgabe des Heiligen Geistkirchleins verweigert worden war, mussten sie mit dem Bau eines Bethauses gerade hier beginnen. So wurde der Grundstein für das heutige evangelische Toleranzareal in Velká Lhota gelegt. Am oberen Rand von Velká Lhota ist bis heute noch der ursprüngliche Friedhof erhalten geblieben, in zwei Teile geteilt nach den beiden tolerierten protestantischen Bekenntnissen mit sehr passenden Bibelsprüchen auf dem Eingangstor. Die Einwohner in Brandlin waren durch ihre Liebe zu den Büchern bekannt, für die sie angeblich bereit waren, auch Mittel herzugeben, die eigentlich zum Lebensunterhalt nötig waren. Man verzeichnet hier auch eine einzigartige Begebenheit von bedeutender Tragweite. Einer der Vertreter der geheimen Kirche sagte dem geistlichen Kommissar im Jahre 1782, dass er einst eine einzige Gemeinschaft der Heiligen Allgemeinen Kirche erwartet, in der gegenwärtigen Situation jedoch Protestant sein möchte. Von Brandlin aus, wo die evangelische Schule war, wovon bis heute eine Inschrift zeugt, führt ein Weg über Klepaks Mühle nach Hežmaneč. Die Mühle war einer der bedeutendsten Treffpunkte für die geheime Kirche und hier wurden wertvolle alte Bücher aus dem 16. Jahrhundert gesammelt. Hežmaneč war schon auch ein Verbindungsglied zur fernen Vergangenheit.
Hier führte nämlich der sogenannte Waldenserweg hindurch, gerichtet in Gebiete, wo früher von waldensischen Kolonisten besiedelt waren. In Hermanet selbst wohnte noch lange nach dem Dreißigjährigen Krieg ein evangelischer Geistlicher, der sich durch Handwerk ernährte. Ganz ausdrücklich ist er in den sogenannten Bartverzeichnissen so etwas wie eine alljährliche Statistik über das Bekenntnis der Bevölkerung als Minister Satanä, Diener des Teufels, aufgeführt. Das Toleranzpatent wurde verabschiedet, aber die Mehrheit derer, für die es bestimmt war, sollte von seiner Existenz nichts erfahren. Damals aber durch besonderen Zufall der Protestant Matěj Kolman aus dem Dorf Zahrádky, der wegen seines Glaubens in Prag eingekehrt war, entlassen wurde, weil kein Grund mehr vorhanden war, ihn weiter im Gefängnis zu halten. Er eilte nach Hause, um davon zu erzählen. Nach dieser Nachricht machten sich die zwei Brüder Böchaň sofort auf den Weg bis in die Slowakei, um den Wortlaut des Patents zu holen. Danach wussten alle, was sie zu tun hatten. Die kleine, aber treue Gemeinschaft in Zahrádky hat auf ihrem Friedhof neben dem später gebauten Kirchlein einen besonderen Gedenkort. In der Mitte ist das Denkmal des hiesigen Märtyrers Hřava, der bei der Rückkehr von der Ostenversammlung in der Slowakei in der Zeit noch vor dem Toleranzpatent erschlagen wurde. Er wurde ohne Begräbnis in der Erde verscharrt und seine sterblichen Überreste wurden erst 100 Jahre später entdeckt. Rundherum auf den Gräben ist außerdem in den verschiedensten Ausführungen das charakteristische Symbol der böhmischen Reformation abgebildet, der Kelch. Er drückt die Überzeugung aus, dass jeder Mensch einen durch niemanden vermittelbaren Zugang zu Gott hat und dass alle Menschen gleich sind, als Brüder und Schwestern. Im Waldgürtel der Iglavo-Berge, dicht unter dem Gipfel des Berges Javorice, liegt ein Ort, das heißt ein Brunnen, wo sich die Nachkommen bis heute an die Spuren der Stillen im Lande erinnern. Beim Brunnen des Herrn fanden der Überlieferungen nach Gottesdienste statt, Versammlungen der heimlichen Protestanten in der Zeit vor dem Toleranzpatent. Heute kommen alljährlich am 4. Sonntag im August dort von neuem aus weiter Umgebung diejenigen zusammen, denen die Erinnerung an die fernen Vorfahren im Glauben nicht gleichgültig ist. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht.